Hoher Besuch im Verkehrshaus Filmtheater in Luzern. Der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff präsentiert in einer Sondervorstellung seinen persönlichen Lieblingsfilm Homo Faber von 1991 mit Sam Shepard und der blutjungen Julie Dölpy als verliebtes Paar auf Reisen. Wach auf! Aufwachen! Was ist denn? Frühstück. Dabei gönnt sich der Oscar-Gewinner auch einen Rundgang durch unsere Erlebniswelt vom Stummfilm bis zu 3D, währenddem er sich daran erinnert, wie er in den 80er Jahren auf der Suche nach einem neuen Stoff war, als ihm der Roman Homo Faber des Schweizer Schriftstellers Max Frisch in die Hände kam. Ich war auch in einer Lebenskrise und da gab es eine Liebesgeschichte und so weiter. Und das habe ich alles in dem Roman von Max Frisch wieder gefunden. Und das hat mir also auch selbst sehr geholfen, aus einer ziemlichen Lebenskrise wieder rauszukommen. Schlöndorff und Frisch wurden sich nicht nur einig, das Buch zu verfilmen. Nach 3 Jahren intensiver Vorbereitung entstand auch eine tiefe Freundschaft. Bis schließlich in Mexiko, den USA und Europa mit Autos, Kleidern und Flugzeugen aus den 50er Jahren gedreht wurde. Es war ein großer logistischer Aufwand, der dem Max Frisch aber sehr wichtig war, weil er sagt, in den 50er Jahren wurde das Ingenieurswesen noch so gefeiert. Man glaubte, Fortschritt und Ästhetik lassen sich miteinander verbinden. Noch während den Dreharbeiten erhielt Schlöndorff einen Brief von seinem Freund Max Frisch, in dem er ihm mitteilte, dass er unheilbar an Krebs erkrankt sei. Er hat dann aber noch den fertigen Film gesehen, das hatte er auch gehofft, haben wir noch eine Privatvorführung mit Freunden gemacht und danach sind wir zu ihm nach Hause und ist er mit mir in die Tiefgarage gefahren und dann hat er diesen kleinen Schlüssel mir so entgegengehalten und da stand dieses Auto, zu dem der Schlüssel gehört und hat gesagt, das ist jetzt deiner, wo ich hinkomme, brauche ich kein Fahrzeug. Die Rede war von Max Frischs Jaguar 420, den Schlöndorff schließlich während 33 Jahren selber fuhr. Nun kommt der Wagen aber wieder in die Schweiz. Der 82-Jährige übergab ihn als Schenkung an Daniel Geismann, Leiter Ausstellung des Verkehrshauses, wo der Oldtimer in Erinnerung an die Freundschaft zwischen dem Autor und dem Regisseur nun öffentlich bestaunt werden kann. Und jetzt ist es Ihres.